Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Am Donnerstagabend im zweiten deutschen Fernsehen, wie Sie es gewohnt sind, zu diesem Thema. Wartet doch erst mal ab, hieß es. Das Amt würde den US-Präsidenten schon zähmen. Pustekuchen, Trump blieb einfach Trump. Jetzt heißt es, vielleicht tritt er ja zurück oder er wird aus dem Amt gejagt. Immerhin möglich. Ärger mit der Justiz hat er schließlich genug. Aber kann man, darf man darauf bauen? Wahrscheinlicher ist, Trump bleibt. Und Trump bleibt Trump. Höchste Zeit also für Deutschland und für Europa, mit einer Politik zu beginnen, die auch ohne die USA funktionieren kann und hier und da vielleicht sogar gegen sie, wie man heute sieht, in Sachen Klimaschutz. Trump verändert die Welt. Stresstest für Europa? Fragezeichen. Das wollen wir von diesen Gästen wissen. Nicole Deitelhoff, die Friedensforscherin, befürchtet, hinter dem, was Trump tut, steckt keine Strategie, sondern Ahnungslosigkeit. Ursula von der Leyen, die Bundesverteidigungsministerin, stellt fest, wir Europäer müssen uns jetzt alleine um unsere Probleme kümmern. Die Linken-Vorsitzende Katja Kipping fordert klare Kante gegen Donald Trump und stabile Beziehungen zu Russland. Ralf Freund von den Republicans Overseas sagt, Trump muss seine Wähler überzeugen, nicht die Menschen in Deutschland. Und Elmar Thewissen. Für den stellvertretenden ZDF-Chefredakteur ist klar, dieser US-Präsident ist gefährlich. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und die begrüßt Sie ganz herzlich nochmal aus dieser Runde. Erste Frage, Elmar Thewissen. Donald Trump hat es gerade nochmal bewiesen, internationale Verträge, internationale Abkommen scheren ihn offensichtlich kein bisschen. Das alles, weil er seinen US-amerikanischen Wählern gefallen will? Ja, das spielt die Hauptrolle dabei. Er ist mit America First angetreten, aber man muss mittlerweile leider dazu addieren, ein America Alone, zumindest in einigen Dingen. Das heißt, er definiert im Grunde genommen Freunde und Solidarität danach, inwieweit andere bereit sind, die amerikanischen Interessen, Wohlstand, Sicherheit und ähnliche Dinge zu vermehren, zu fördern, inwieweit andere diese Interessen mitteilen, danach definiert sich auch Freundschaft. So ist es leider. Neben Ihnen sitzt Ralf Freund von den Republicans Overseas. Herr Freund, Trump setzt um, was er versprochen hat, America First. Verabschieden sich die Vereinigten Staaten aus ihrer Führungsrolle, indem sie so sehr auf nationale Interessen setzen, wie jetzt im Klimaschutz? Keinesfalls. Also Amerika hat ja Partner in der Welt. Und diese Partner, eine Partnerschaft ist ein Geben und Nehmen. Und Amerika hat sehr viel gegeben. Stichwort Verteidigung, wir werden noch drüber sprechen. Und jetzt fordert Trump ein von seinen Bündnispartnern, was sie schon längst hätten liefern müssen. Und er ist nicht länger bereit, dort mehr zu liefern als andere. Insoweit ist er dort verpflichtet, seinen Wählern einen Teil dieser Mittel, die ihm fehlen, von seinen Bündnispartnern einzufordern. Und das ist eigentlich total legitim. Man darf sich nicht daran gewöhnen, dass Deutschland und Europa so ein bisschen den kleineren Teil trägt, durchaus wirtschaftliche Früchte erfährt, aber eben sich nicht an diesen Weltinfrastrukturausgaben wie Sicherheit beteiligen möchte. Insoweit halte ich das für eine richtige Zäsur. Und es ist eine Zäsur, weil ein internationales Abkommen, Frau Deitelhoff, dem viele Nationen der Welt zugestimmt haben, nun von den USA nicht mehr bedient werden. Sie sind Klima- und Konfliktforscherin, Politikwissenschaftlerin. Wie viel ist das Völkerrecht noch wert, muss man ja fragen. Wie viel sind internationale Verträge noch wert? Müssen sich andere Nationen noch daran halten? Naja, nun, im Grunde genommen ist es ja erstmal so, dass Völkerrecht natürlich von jedem gebrochen werden kann. Und wir auch damit rechnen, dass Recht gebrochen wird. Ansonsten würden wir es gar nicht Recht nennen. Und natürlich ist es auch so, dass man aus den meisten völkerrechtlichen Verträgen erstmal austreten kann. Auch dagegen kann das Recht an sich nichts tun. Das heißt, das Völkerrecht gilt nach wie vor. Wir haben es aber mit einem Land zu tun, das eben momentan relativ wenig Wertschätzung gegenüber den Instrumenten dieses Völkerrechts hat. Das ist sozusagen das Problem, mit dem wir umgehen müssen. Und das auch relativ wenig Interesse an multilateralen Verträgen hat, die von großer Bedeutung sind, wie etwa das Klimaabkommen, über das wir jetzt gerade reden. Ursula von der Leyen ist bei uns, Bundesverteidigungsministerin. Frau von der Leyen, wenn Donald Trump aus einem solchen internationalen Vertrag ausschert, befürchten Sie Dominoeffekte? Befürchten Sie, dass andere Nationen das für sich auch in Anspruch nehmen? Nein, die Gefahr sehe ich gar nicht primär, denn wir haben auch bei anderen eigenwilligen Verhaltensweisen des Weißen Hauses erlebt, dass die anderen sich gerade dann zusammenschließen und gemeinsam auch Verantwortung übernehmen. Das, was wir hier erleben,
bei dem Ausstieg aus dem Klimaabkommen ist eigentlich der Abschied von globaler Verantwortung der USA. Und es ist auch in einer gewissen Form auch der Abschied von langfristigem, nachhaltigem Denken. Denn so wie wir die USA eigentlich kennen, über jetzt nicht die letzten Jahre, sondern über sieben Dekaden, 70 Jahre, da dürfen wir nicht vergessen, dass sie mal sozusagen Europa geprägt haben, ganz am Anfang, durch ein ganz nachhaltiges, langfristiges, weitsichtiges Denken. Das war der Marshallplan. Da haben sie investiert, weil sie wussten, das führt zu Frieden und das führt zu Prosperität. Und wir alle haben gemeinsam etwas davon. Und dass sie sich davon verabschiedet haben, das ist unglaublich bitter. Herr Freund möchte gleich ein, aber ich wollte unbedingt Katja Kipping noch fragen, nun auch zu dieser aktuellen Situation. Frau Kipping, noch mal die Frage, wenn ein US-Präsident seinen Wählern Millionen Jobs verspricht und verspricht, dass es endlich auch um amerikanische Interessen geht, verhält er sich natürlich adäquat zu dem, was er in dem Wahlkampf versprochen hat? Was ist so falsch daran? Ja, ob jetzt der Ausstieg aus dem Klimaschutzabkommen automatisch zu mehr Jobs führt, da würde ich ja ein großes Fragezeichen dahinter setzen. Ich habe eine andere These, dass wer gezielt in Klimaschutz investiert, der investiert auch in die Zukunft und in zukunftsfähige Technologien. Aber wir kommen nicht umhin festzustellen, dieser Austritt aus dem Klimaschutzabkommen ist eine Kriegserklärung an den Planeten. Wir haben jetzt schon die CO2-Konzentration, wo ein 50-prozentiges Risiko besteht, dass das Klima instabil wird. Und instabiles Klima heißt, die Welt, so wie wir sie kennen, geht vor die Hunde. Ich finde aber einen Punkt schon bemerkenswert, also wenn ich jetzt ein bisschen auch höre, auf was es für eine Entrüstung bei der deutschen Bundesregierung gibt, wir brauchen jetzt nicht so tun, als ob Deutschland so Weltmeister im Klimaschutz oder in Fragen der Klimagerechtigkeit ist. Also wenn, dann ist Deutschland maximal Weltmeister in Klimaschutzheuchelei. In Bezug auf das auch an drei Punkten benennen. Erstens, Deutschland erfüllt nicht die eigenen Klimaschutzziele. Sie haben auf EU-Ebene, hat die deutsche Bundesregierung verbindliche Abgasnormen für Autos torpediert und sie haben das Kohleausstiegsgesetz im Heim Gabriel und Merkel zusammen zerschossen. Das sollte jetzt an dieser Stelle von der Linken noch gesagt werden, wie wir heute weniger über die Klimaschutzziele reden wollen, sondern uns fragen wollen, was das sicherheitspolitisch und weltpolitisch bedeutet, was da passiert ist. Auf jeden Fall ist aber interessant, dass offensichtlich die Bundeskanzlerin und ihr Außenminister die Geduld verloren haben, und zwar schon seit dem letzten Wochenende. Emma Thewissen, wie wichtig und wie groß ist die Rolle, die der deutsche Wahlkampf spielt bei dieser nun verbalen Distanzierung von Donald Trump? Ich glaube, der spielt schon eine Rolle, aber klar ist für mich, dass die Entscheidung, die wir am Wochenende gesehen haben in dieser Äußerung der Bundeskanzlerin, flankiert wurde ja in Medien, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, von einem angeblichen Geheimpapier, was man in Europa jetzt machen müsste. Ich glaube nicht, dass das spontan war, sondern dass sich das über Wochen und Monate im Grunde genommen vorbereitet hat. Frau von der Leyen und viele andere waren ja in den USA und haben dort mit amerikanischen Gesprächspartnern Gespräche geführt, um auszuloten, inwieweit wenigstens diese, wie der Verteidigungsminister, der Außenminister, der Sicherheitsberater, verlässliche Gesprächspartner sind. Und ich glaube, es gab in den vergangenen Monaten immer häufiger die Rückmeldung, sie sind es nicht, sondern sie sind abhängig von einem Mann im Weißen Haus, der an dem einen Tag das sagt, an dem anderen Tag das macht, was nicht zueinander passt, der nicht verlässlich ist, der unterm Strich tatsächlich eine andere Definition von Freundschaft hat. Nämlich nicht eine Freundschaft ohne jede Bedingung, sondern eine Freundschaft, die gekoppelt ist an unmittelbaren Nutzen, der auch mit Geld zu tun hat. Und ich glaube, auf dieser Basis ist dann am Wochenende tatsächlich dieses Signal gesendet worden, allerdings natürlich auch im Blick auf den Wahlkampf. Herr Freund, logische Frage an Sie ist natürlich, wie sehr unterstellen Sie, dass Europa natürlich damit jetzt auch Politik macht, sich gegen Trump offiziell zu wehren? Ihm wird unterstellt, dass er sich gegen die Werte des Westens stellt und den Westen demontieren würde. Sie würden sagen, er möchte eigentlich nur das Gerede vom Westen demontieren? Also ich will ganz kurz auf Frau von der Leyen noch mal eingehen. Ich bin völlig bei Ihnen, dass Sie gesagt haben, der Marshallplan hat Europa groß gemacht, Deutschland groß gemacht. Amerika hat am Anfang Europa zusammengeschweißt, geformt. Aber Kinder werden älter, Kinder werden erwachsen, Europa wird erwachsen, volljährig, bekommen mehr Rechte, aber auch mehr Pflichten.
Und es gibt einen Punkt, wo Amerika nicht mehr länger zuschaut und sagt, wir möchten gerne diese Partnerschaft als Partnerschaft verstehen. Und nicht, wie vielleicht Frau Merkel manchmal sagt, das ist eine Wertegemeinschaft, sicherlich. Aber Werte ersetzen keine 20 bis 24 Milliarden im Wehretat, die fehlen. Das muss man mal ganz klar so sehen. Und ich finde, natürlich spielt der Wahlkampf in 16 Wochen des Bundestagswahl, das wissen wir alle, das spielt natürlich auch eine gehörige Rolle. Aber ich glaube, die Partnerschaft mit USA, unserem größten Handelspartner, auch Sicherheitspartner, wird nicht in Frage gestellt. Ich glaube auch, dass die Bewertung vom letzten Freitag, NATO-Gipfel, schon so sein muss, dass die Zurechtweisung Trumps gegenüber den NATO-Partnern sehr verständlich ist. Weil man hat sich auf 2% verständigt und jetzt will man im Nachhinein die Regeln ändern. Und dass man dafür zurechtgewiesen wird, das ist nachvollziehbar. Aber Donald Trump hätte an diesem Freitag die Gelegenheit gehabt, wirklich ganz klar zu sagen, wir stehen nach Artikel 5 zu all unseren Partnern ohne jede Bedingung. Das hat er vermieden öffentlich. Und das, glaube ich, ist ein Signal, das ungewöhnlich ist, weil das schwingt zumindest im Raum mit, erst wenn ihr zahlt, dann sind wir wieder zu dieser Solidarität. Aber das ist auch völlig, also es ist auch absolut nicht nachvollziehbar, weil es so tut, als gäbe es einen NATO-Beschluss, in dem die Mitgliedstaaten gesagt hätten, sie würden jetzt sofort zum nächsten Monat meinetwegen 2% ihres Bruttosozialproduktes in den Wehretat bringen. Den gibt es überhaupt nicht. Richtig. Es gibt eine Bemühungsverpflichtung, mindestens 2%. Sich auf diese 2% zuzubewegen. Ganz genau, innerhalb von 10 Jahren. Das ist alles, was es gibt. Die Idee, die der US-Präsident hat, dass irgendwie es sozusagen Geld gibt, das ihm vorenthalten wird oder das den Amerikanern vorenthalten wird, die ist völlig abwegig und die zeugt nur noch einmal mehr von seiner Ahnungslosigkeit. Aber also, es gibt schon den Versuch, die Regeln zu ändern. Es gibt schon den Versuch, die Regeln zu ändern. Also zu sagen, wir rechnen andere Dinge mit rein, die man in Wales so nicht beschlossen hat. Ich glaube, das gehört zur Ehrlichkeit dann doch. Aber ich glaube, auf jeden Fall dahin nochmal zurück. Ich würde gerne von Ihnen wissen, Frau Deitelhoff, der US-Präsident entscheidet, ich gehe gegen Rituale, ich gehe gegen jede diplomatische Geflogenheit. Kann das manchmal für einen Konflikt auch gut sein, wenn man nicht zu einer Einigung kommt? Ja, also ich war und stand damit dann relativ allein am Anfang gar nicht so pessimistisch, was die Präsidentschaft von Donald Trump anging, weil man doch sehen konnte, dass mit dieser sehr irrationalen Politik, dem erratischen Verhalten, den absurden Äußerungen, wenn ich das so sagen darf, die ja manchmal ja von sich gibt, durchaus auch Bewegung in festgefahrene Konflikte gekommen ist. Also er hat sozusagen dort, wo eigentlich schon lange nur noch rituelles Verhalten zu sehen war, nehmen Sie meinetwegen Israel-Palästina, hat er durch seine Äußerung tatsächlich für Bewegung gesorgt. Die Akteure mussten sich neu positionieren. Das ist erstmal positiv zu werten. Ich habe am Anfang ehrlich gesagt gehofft, es könnte Teil einer Strategie sein, dass er sozusagen das enfant terrible macht und darüber tatsächlich sozusagen versucht, neue Politiken in Gang zu setzen. Aber Sie sagen, Sie sehen diese Strategie nicht? Und nein, mittlerweile sehe ich tatsächlich eher Ahnungslosigkeit. Haben wir, Frau Kipping, wir wandern auf die politische Seite, mit einem Barack Obama nicht auch Auseinandersetzungen gehabt über Guantanamo, über Waterboarding, über Drohnenexkursionen? Er hat es nur netter formuliert und wir haben es netter formuliert, dass es uns nicht gefällt. Ich finde ja, die Bundesregierung hat es oft zu nett formuliert, also zum Beispiel was den Geheimdienstskandal anbelangt. Aber das Problem ist ja nicht allein, dass Donald Trumps Persönlichkeit sehr speziell ist und seine Umgangsformen, sag ich mal, alle sehr gewöhnungsbedürftig sind. Ich denke schon, dass es auch immer wieder Momente gibt, wo er sehr interessensorientiert handelt. Absolut. Ich meine, die Frage ist ja, wessen Interessen er vertritt. Und das sind eben nicht die Interessen derjenigen, die sich als Verlierer der Globalisierung begreifen. Das sind eher die Interessen derjenigen, die dann die Republicans Overseas gegründet haben, die zu Recht sich von Trump Hilfe erwarten, wenn es darum geht, Steuerhinterziehung zu betreiben. Donald Trump vertritt natürlich ganz hervorragend die Interessen der Rüstungslobby. Also ich meine, Sie haben ja auch schon lange für die Aufrüstung im Sinne des 2%-Ziels geworben. Ich weiß, wo da die Sektkorken knallen oder die Champagnerkorken, wenn so etwas stark gemacht wird. Also er vertritt Interessen. Ich würde aber sagen, es sind die Interessen der Superreichen und die Interessen von großen Konzernen. Mhm. Frau von der Leyen, die NATO nennt sich gern eine Wertegemeinschaft. Könnten Sie formulieren, welche Werte Sie mit Donald Trump teilen? Man konnte beim NATO-Gipfel, da bin ich ja auch dabei gewesen, wirklich spüren, dass sich etwas verschiebt. Er hat die einmalige Chance nicht ergriffen. Er stand neben dem Mahnmal 9/11. Und 9/11, die Twin Towers, das ist das erste und einzige Mal gewesen, dass in der NATO der Artikel 5 gezogen worden ist. Und alle haben gestanden und alle haben gesagt, wir helfen dir, Amerika, wir stehen an deiner Seite und bekämpfen mit dir den Terror. Er hätte die einmalige Chance gehabt, neben diesem Mahnmal
ganz klare Worte des Bekenntnisses zu unseren gemeinsamen Werten zu sprechen. Das hat er nicht getan. Er hat über Geld gesprochen. Das war die schwere Ernüchterung, die man wirklich mit Händen greifen konnte. Und insofern ist auch verständlich die Reaktion daraus. Und deshalb hat das, was Sie sagen, das hat nichts mit dem Wahlkampf zu tun, Frau von der Leyen. Mit dem Wahlkampf? Ja, also mit dem deutschen Wahlkampf, dass wir uns jetzt auch dass die Bundeskanzlerin sich jetzt auch verbal von Trump distanziert. Dass Donald Trump bei so einem historischen Moment nicht die richtigen Worte findet, sondern ausschließlich über Geld redet, hat nun wirklich nichts mit deutschem Wahlkampf zu tun. Ich glaube nicht, dass er auf den deutschen Wahlkampf eingeht. Ich meinte die Reaktion der Bundeskanzlerin. Die Bundeskanzlerin hat ja so reagiert, wie ganz Europa reagiert. Und das ist eine Chance. Nämlich, dass ganz Europa verstanden hat, wenn wir unsere eigenen Probleme nicht in die eigene Hand nehmen, dann können wir uns nicht mehr darauf verlassen, dass uns Amerika hilft, sondern wir müssen selber die eigene Sicherheit, die eigene Verteidigung auf die Beine stellen. Diesen Schwung jetzt zu nutzen, das ist die politische Stunde, die für uns so entscheidend ist. Aber nur die Italiener haben es gemacht. Von den Franzosen war wenig zu hören in dieser Hinsicht. Also die Deutschen waren schon diejenigen, die da verbal in den Vordergrund gegangen sind. Emma Thewissen, wenn man sich noch mal dieses Bild anschaut, dass die Europäer es sich im Grunde in diesem US-Hotel Mama Net eingerichtet hatten und dass jetzt pubertären Jugendlichen langsam vor die Tür gesetzt werden. Das ist das Bild, was Herr Freund gerade gezeichnet hat. Genau. Ist das die Situation, vor der wir stehen? Ist es so? Es spielt eine große Rolle. Das stimmt. Es spielt eine große Rolle. Und es ist nicht Donald Trump der Erste, der das anmerkt. Das haben amerikanische Präsidenten in den letzten 10, 15 Jahren auch schon getan. Deswegen ist auch nochmal wichtig, Amerika erfüllt derzeit, was Militärische angeht, alle Obligationen, die es hat, alle Versprechungen, die es gemacht hat in dieser Operation Resolve, Atlantic Resolve, wie sie sich nennt. Das heißt, die Stärkung der Ostflanke der NATO wird von Amerika massiv unterstützt. Ich glaube, mit 3.500 Soldaten, mit entsprechend auch der Ausrüstung. Auch die Europäer sind dabei, auch die Deutschen sind dabei in Litauen. Da erfüllt man also in der Tat seine Verpflichtungen. Aber gleichzeitig erweckt man eben den Anschein, das werden wir nicht mehr lange tun. Man hat auch den Anschein, er geht viel freundlicher mit dem um, gegen den man da gerade ja das Militär an der Ostflanke der NATO positioniert, nämlich Wladimir Putin. Also man hat eher den Eindruck, er behandelt Russland eher als eine befreundete Nation, während er die Partner in der NATO jedenfalls in dieser Weise am Freitag mit einem Affront dann zu entsprechenden Reaktionen. Aber das ist eine zu kurze Geschichte. Denn dann machen wir immer nur die Rechnung auf, und die stimmt, dass Europa mehr Anteil der Lasten und der Verantwortung in der Sicherheit und der Verteidigung tragen muss. Aber es gibt mehr. Wenn wir Konflikte in der Welt lösen wollen, dann gibt es das ganze Thema Entwicklungszusammenarbeit, das ganze Thema Diplomatie. Und auch da haben wir Zahlen. Ja. Wir haben verabredet international, dass alle 0,7% ihres Bruttoinlandproduktes zahlen in Entwicklungszusammenarbeit. Das wäre schön, da sind die USA weit zurück. Wir haben dieses Jahr das Ziel erreicht, Frau Kipping. Nur, weil Sie die militärischen Maßnahmen mit eingebaut haben. Nein, in der Entwicklungszusammenarbeit haben wir 0,7% in diesem Jahr erreicht. Ich finde entscheidend, dann muss man Checks und Balances da auch machen. Denn es gehört für mich ganz klar zusammen. Wir brauchen gelegentlich militärische Gewalt, um Konflikte zunächst einmal zu trennen. Den IS können Sie nicht mit Diplomatie kommen. Den müssen Sie bekämpfen. Aber wir brauchen sofort Entwicklungszusammenarbeit. Wir brauchen sofort von Tag 1 an Diplomatie. Deshalb müssen wir das als Gesamtbild sehen. Und da haben die USA erheblich auch etwas nachzuholen. Und das gehört auch mit zur Rechnung. So, und trotzdem noch mal die Frage von Elmar Thewissen. Wir kommen zu diesem Komplex der Verteidigungsausgaben auf jeden Fall noch. Wie logisch, Frau von der Leyen, ist es, dass wir auf der einen Seite befürchten müssen, dass es eine Komplizenschaft der engsten Freunde und Kollegen von Donald Trump in Bezug auf Russland gegeben hat und dass unser wichtigstes Argument für diese Erhöhung des Verteidigungshaushaltes aber die Bedrohung durch Russland und den Ukraine-Konflikt war? Weil in Wales wurde das Budget erfunden von 2% wegen des Ukraine-Konfliktes. Wie logisch ist das? Da muss ich in der Ordnung halber im Faktencheck sagen, das 2%-Ziel ist älter, das ist 2002 festgelegt worden. 2002? Unter einer rot-grünen Bundesregierung, möchte ich nur mal festhalten. Und seitdem hat immer, wenn das Ziel bekräftigt worden ist, ein SPD-Minister mit am Tisch gesessen. 2014 war Steinmeier, jetzt bei diesem NATO-Gipfel hat Außenminister Gabriel dabei gesessen. Also das ist schon ein Ziel, was länger da ist, länger wert. Und es ist auch nicht nur wegen der Bedrohung aus dem Osten, sondern weil wir insgesamt sehen, dass wenn wir die Stabilisierung unserer Sicherheit und die Verteidigung
auch miteinander bewerkstelligen wollen, dann müssen alle eben ihren Teil des Päckchens auch tragen. Und das gilt eben genauso für den Terror der Nahe und Mittlere Osten. Das gilt aber auch für den Blick nach Afrika. Das ist eine ganz starke europäische Aufgabe, dass wir in Afrika mit den afrikanischen Partnern diese Länder stabilisieren gegen den Terror, aber gleichzeitig natürlich investieren, dass sie Einkommen haben, dass die Menschen dort auch eine Perspektive haben. Jetzt sind wir schon in Afrika und wollen trotzdem noch mal nach Europa schauen, Frau Kipping, weil Europa sagt ja nun, es will sein Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Von welchem Europa reden wir da eigentlich? Wir machen uns über die Griechen lustig, die Italiener und die Spanier unterstützen wir nicht wirklich. Wir sind im Clinch mit fast allen Osteuropäern wegen der Flüchtlinge und wegen eines Demokratiedefizites. Welcher Rest von Europa bleibt da jetzt noch übrig, der sein Schicksal in die eigenen Hände nehmen soll? In der Tat, diese EU ist in der Krise. Und die Frage ist ja, welches Modell soll Europa zukünftig verfolgen? Also die USA haben ja immer auf das Modell gesetzt, Weltpolizist zu sein in Verbindung mit einer Militärmacht. Ich finde, dieses Modell Weltpolizist in Verbindung mit Militärmacht ist gescheitert und hat ausgedient, schon vor Donald Trump. Und es wäre irre, wenn dieses gescheiterte Modell nun von der EU kopiert wird. Ich wünsche mir nicht, dass die EU eine Militärunion wird, wie Sie es wollen. Ich wünsche mir, dass die EU eine Friedensunion wird. Ich finde nicht, dass wir jetzt die Position des Weltpolizisten übernehmen sollen. Wir sollten viel mehr im Geiste des Multilaterismus als ausgleichende Kraft wirken. Das wäre sozusagen ein Europa, was die Aufgaben hat. Darüber sprechen ja auch genau die Tatsachen. Von welchem Europa reden wir? Nochmal, Elmar Thewissen, von den USA sind wir im Stich gelassen. Wir sind erpresst von der Türkei. Die Briten haben sich von uns verabschiedet. Wer in Europa soll dieses Schicksal in die Hände nehmen? Also zunächst mal wer definiert Interessen von Europa? Richtig, also definitiv ist es so, dass die Europäer noch dabei sind zu verstehen, was da passiert ist in den letzten Wochen und Monaten. Und dass sie, ich sag mal, erwachsen werden müssen und das nur gemeinsam tun können, dass es nur gemeinsame Interessen gibt. Und dafür hat die Wertegemeinschaft leider auch seit 2015, Flüchtlingskrise, doch heftige Schläge erduldet, dass sie fast auseinandergefallen wäre. Da haben wir nicht viel gemeinsam gehabt, zumindest was diese Politik angeht. Jetzt sind zwei Länder dabei, ich glaube gerade Frankreich und Deutschland zusammen, Macron und Merkel, die im Grunde genommen den Anfang machen wollen, ein Konzept vorlegen, gemeinsam mit der EU-Kommission, wie dieses Europa aussehen könnte, wie man in all diesen Bereichen wirtschaftlich, militärisch, also was Sicherheit angeht, aber auch was Entwicklung angeht. Ich glaube, es ist schon so, dass in Europa verstanden ist, wie es übrigens unter Obama auch in den USA schon verstanden wurde, dass Krieg, Terror und Wanderungsbewegungen Nebenwirkungen der Globalisierung sind. Dadurch macht man die Globalisierung nicht schlecht, sondern die Globalisierung ist schlecht gemacht worden. Wir müssen sie besser machen, wir müssen sie anders machen. Und dazu gehört in der Tat eine Riesenpalette, nicht allein nur auf die Probleme Europas zu gucken, sondern auf die Probleme auch in Afrika und anderswo, weil das eine Präventionspolitik ist, die Welt ein Stück weit sicherer und besser zu machen. Herr Freund, jetzt sind wir natürlich genau an dem Punkt, dass die Europäer wenigstens verbal den Aufstand proben. Sieht man das in Washington mit Unruhe oder mit Gelassenheit? Also ich habe ja auch die deutsche Brille auf. Ich begrüße sehr, dass Europa mehr zusammenrückt, dass Europa stark ist. Das nützt uns allen und auch eine starke Stimme hat. Ich halte nur eine sicherheitspolitische Debatte im globalen Maßstab ohne Amerika für naiv. Ich glaube, das wird nicht darstellbar sein kurzfristig. Also insoweit begrüße ich sogar den Schulterschluss der europäischen Staaten. Ja, aber gibt es den, Frau Deitelhoff? Also nochmal die Frage an Herrn Macron in Paris, macht ja jetzt irgendwie noch nicht die Probleme der EU wett. Können wir sagen, Donald Trump definiert ausschließlich amerikanische Interessen und wir sind gerade dabei, unsere Interessen erstmal zu formulieren. Ich glaube, das ist ganz gut. Also ich glaube, dass man gerade natürlich in den letzten Jahren, also Weltwirtschaftskrise, Flüchtlingsbewegung in Europa, haben wir vor allem das Auseinanderbrechen von Interessen gesehen oder zumindest das Hinterfragen von gemeinsamen Interessen. Und jetzt durch den Druck, den natürlich auch diese neue Administration ausübt auf Europa mit all den Forderungen, kommt es tatsächlich dazu, dass man wieder versucht zusammenzustehen und wieder versucht, eigentlich gemeinsame Interessen zu definieren. Wir sehen Bewegung beispielsweise im Bereich der Integration in verteidigungs- und sicherheitspolitischer Hinsicht. Das ist begrüßenswert, denn das ist ein Ziel, das wir schon sehr lange verfolgen. Und natürlich ist es so, und da ist Frau von der Leyen völlig zuzustimmen, dass Europa tatsächlich auch eine eigene sicherheitspolitische Komponente braucht. Und hier ist vieles im Argen.
Da geht es sowohl um gemeinsame Beschaffung im Bereich der Rüstung, es geht um den Bereich der Interoperabilität. Der ist leider noch überhaupt, oder sagen wir mal, in Ansätzen gegeben, aber nicht zufriedenstellend. Und da geht es darum, vor allen Dingen handlungsfähig zu sein als ein sicherheitspolitischer Akteur, nicht als 28. Mhm. Und da ist der Punkt, der sich im Augenblick gerade verändert. Ich habe heute Nachmittag meine französische Kollegin zum ersten Mal hier in Berlin gehabt. Man spürt schon, dass sehr klar ist, dass Deutschland und Frankreich gemeinsam auch dieses Thema voranbringen wollen. Was wir jetzt haben, Frau Kipping, damit Sie sehen, dass es eine eigene europäische Farbe auch gibt. Wir haben vor wenigen Wochen zum allerersten Mal eine europäische Kommandozentrale für Auslandsmissionen auf den Weg gebracht. Und das Besondere daran ist, das gibt es weltweit nicht noch einmal, dass wir nicht nur den militärischen Strang dort haben, sondern den gesamten zivilen Strang. Das heißt, von Anfang an, wo wir Soldatinnen und Soldaten hinschicken, sofort die Entwicklungshilfe dazu, sofort die Diplomatie dazu, sofort die wirtschaftliche Investition dazu. Das ist die europäische Farbe und die möchte ich stärker ausbauen. Ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Und wir fragen uns nochmal, Frau Kipping, mit Blick auf dieses Europa, kann es eigentlich die Interessen schon formulieren, die notwendig wären, um Trump gegebenenfalls zu überzeugen oder aber auch gegen ihn Politik zu machen? Sind wir schon so emanzipiert? Dieses Europa, diese EU kann es noch nicht. Ich glaube, sie kann es auch deswegen nicht, weil sie so in der Krise ist. Und damit sie rauskommt aus der Krise, muss auch Deutschland aufhören, diese Oberlehrerrolle einzunehmen, diese deutsche Dominanz. Wir müssen in der Wirtschaftspolitik hin, sozusagen in der Politik weg von dem Ungleichgewicht, dem wirtschaftlichen Ungleichgewicht, weil das führt halt dazu, dass wir wirtschaftlich einen permanenten Krisenmodus in der EU haben. Also das sind zwei wichtige Bedingungen, finde ich. Schäuble muss seine Oberlehrerhaftigkeit ablegen und man muss weg von der Politik der wirtschaftlichen Ungleichgewichte. Wir gucken noch mal an dieser Stelle, auch das wäre eine interessante Frage, ob es gegebenenfalls auch das Interesse von Donald Trump ist, von den Situationen zu Hause abzulenken, weil in Washington geht es gerade sehr um Russland, allerdings ausschließlich innenpolitisch. Elmar Thewissen, Sie müssen uns auch das noch mal fragen. Wie groß ist das Interesse von Donald Trump, von dieser Situation abzulenken? Und wie sicher kann ein Präsident sein, der eigentlich jeden Tag damit rechnen muss, dass aus Vermutungen und Hinweisen gegebenenfalls Beweise werden? Also erstens ist es für ihn sehr, sehr wichtig, dass er sich selber darstellen kann als einer, der erfolgreich ist, der denen es da in der Welt mal gezeigt hat, der Arbeitsplätze für die Amerikaner besorgt, der die Wirtschaft voranbringt, weil er gleichzeitig eben diese Probleme hat. Und nur dann auch sagen kann, die halten mich im Grunde genommen von der guten Arbeit für das amerikanische Volk ab. Da sind welche unterwegs, die wollen mich im Grunde genommen aus dem Amt treiben, die wollen mich weghaben, eben weil ich so erfolgreich und viel erfolgreicher bin als meine Vorgänger. Ich glaube, er hat momentan fast einen Flächenbrand schon um sich herum. Viele kleine Feuer, einige große, da ist speziell die Russland-Verbindung zu sehen. Aber es gibt eben auch noch eine ganze Reihe von kleineren Feuern, inklusive Geheimnisverrat, Verrat von Staatsgeheimnissen, beispielsweise eben an den russischen Außenminister, als er im Weißen Haus zu Besuch war, und ähnliche Dinge. Seine Verbindungen aus alten Tagen, Geschäftsverbindungen, die mit der russischen Mafia zu tun haben, sind auch dabei, möglicherweise wieder groß an die Öffentlichkeit zu kommen, weil da mehrere Verfahren laufen. Also er hat in denen komischerweise auch die Deutsche Bank verwickelt ist? Ja, es gibt zumindest Hinweise darauf, dass möglicherweise, ich sage es mal mit Vorsicht, das behaupten die Anwälte, die da in Amerika unterwegs sind, dass Gelder aus Russland auch über deutsche Banken gelaufen sein könnten. Ich formuliere das mal sehr vorsichtig. Also da wird in den nächsten Wochen und Monaten noch einiges geschehen. Und deswegen ist es für ihn umso wichtiger, immer zu sagen, das sind die, die da draußen sind, die mich unbedingt, ich sag mal, abschießen wollen. Die wollen mich loswerden. Deswegen braucht er gleichzeitig die Möglichkeit, sich dem amerikanischen Volk, seinen Anhängern zumindest, zu präsentieren als erfolgreich. Müssen wir verstehen, Herr Freund, wenn Donald Trump so sicher ist, dass diese Vorwürfe alle falsch sind, und auch die Vermutungen alle falsch sind, warum spricht er dann von einer Hexenjagd gegen sich? Ja, berechtigt, weil gegen ihn ermittelt wird. Man muss noch mal ein bisschen ins rechte Licht drücken. Also, dass er den Coney vor die Tür gesetzt hat, ist ein ganz normaler Prozess, hat die Administration Obama vorher auch mit den Spitzen der Verwaltung getan. Es ist kein Feuern in dem Sinne, wie es hier im Bericht gesagt worden ist. Zum Zweiten ist es ganz entscheidend, sind seine, oder wenn es überhaupt Fehltritte
gibt, sind diese entstanden, bevor seine Zeit als Amtsträger entstanden sind oder danach? Ist es davor gewesen, kann rein rechtlich ein Impeachment-Verfahren gar nicht eingeleitet werden. Ist es während seiner Amtszeit geschehen, kann es eingeleitet werden. Die große Frage wird sein, und der hochreputierte Sonderermittler, der von beiden Parteien sehr geschätzt wird im Übrigen, bringt der was zutage? Das wird sehr entscheidend. Jared Kushner haben wir erwähnt in diesem Beitrag. Ja. Er ist der Schwiegersohn von Donald Trump. Macht es die Situation nun gefährlicher, weil er dem Präsidenten noch näher ist als alle, die vorher in Rede standen? Also, soweit ich weiß, wird seine Situation ventiliert, aber es wird nicht gegen ihn ermittelt. Er hat wohl eine Rolle gespielt, aber unmittelbar gegen ihn. Er ist nicht Gegenstand der Ermittlungen. Zurzeit noch nicht. Zurzeit. Ja. Donald Trump ist auch nicht. Auch Coney sagte das dreimal, nicht Gegenstand von Ermittlungen. Es wird nur ermittelt in seinem Umfeld, nicht gegen diese beiden von Ihnen genannten Personen. Wir fragen noch mal Frau von der Leyen, diese diplomatischen Hintertürchen, Frau von der Leyen, diese Backdoors, um die sich auch Jared Kushner beworben haben soll in Moskau, sind die üblich im diplomatischen Umgang? Nein, also da gibt es ja auch ganz klare Regeln in den Vereinigten Staaten. Und genau auf dieser Basis laufen ja die Untersuchungen und die Ermittlungen. Ich habe ja selber mal ein paar Jahre in den USA gelebt und habe von der Zeit noch sehr, sehr viele Freunde. Und wenn man mit diesen Freunden, wenn ich mit ihnen spreche und telefoniere, dann merkt man zwei Dinge. Das erste ist, da gibt es schon eine hohe Irritation, was die Spannung mit den Freunden, die anderen Länder sind, angeht. Nämlich der Ton, den dieser Präsident den Freunden gegenüber anschlägt, der wird nicht gutiert, in keiner Form. Also egal, ob es Republikaner sind oder Demokraten sind, das führt zu enormen Irritationen. Und das zeigt übrigens auch, das ist mir hier auch wichtig, das ist das Weiße Haus, das eine. Aber es heißt nicht ein Zerwürfnis mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Da gibt es Millionen Beziehungen, Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft, Freundschaften. Nicht alle aufzählen? Diese Basis stimmt. Ja. Zweiter Punkt, und der, egal ob Republikaner oder Demokraten, sie alle stellen fest, er liefert eben nicht bisher. Ganz egal, ob man es mag oder nicht, aber die Mauer ist nicht da. Manche atmen erleichtert auf. Aber das war eins seiner großen Dinge. Steuerreform, ein einziges Chaos. Infrastrukturprojekte, das wird hier gar nicht so viel diskutiert, aber es ist eines der ganz, ganz großen Themen dort. Kommt nichts in Gang. Gesundheitsreform, ich sage Gott sei Dank, ist Obamacare nicht abgeschafft, denn wie soll man 20 Millionen Menschen dann bis Krankenversicherung geben? Aber das sind eigentlich die Themen, auf denen er gesagt hat, er würde sofort liefern. Und wenn er bis Ende des Jahres nicht irgendwas dort zustande gebracht hat, dann gehen die Republikaner in die Midterm-Elections rein, in den 2018. Wahlkampf, und haben, 2018, haben nichts in der Hand. Und dann wird es richtig eng für ihn, wenn die eigene Truppe ihn verlässt. Und das wäre die Frage eben. Also zu einem Impeachment-Verfahren müsste eine Zweidrittelmehrheit errungen werden in beiden Häusern. Insofern ist das Argument von Herrn Freud momentan nicht sehr wahrscheinlich. Denn beide Häuser werden sich nicht jetzt gegen ihren Präsidenten stellen. Nochmal die Frage, Frau Kipping, wie sehr kann das auch das Bedürfnis Donald Trumps sein, einfach von diesen innenpolitischen Problemen und den offenen Flanken, die er gelassen hat, abzulenken? Ja, das ist ja ein beliebtes Manöver, ne? Abzulenken ist jetzt auch ein Muster, was nicht so untypisch ist, was wir hier auch beobachten können. Also wir reden ja auch gerade von Seiten der Bundesregierung mehr über sozusagen globale Probleme und wie sehr uns zu Recht natürlich Trump nervt. Anstatt über ein paar Probleme zu reden, die wir hierzulande haben. Aber nochmal auf das Impeachment-Verfahren, das ist ja mal so ein bisschen die Hoffnung der Protestbewegung gewesen. Ich würde sagen, wenn das Leben so funktionieren würde wie ein Drehbuch bei House of Cards, dann käme es womöglich dazu, im wirklichen Leben eine Zweidrittelmehrheit im Senat hinzubekommen, wird nicht einfach werden. Insofern ist das nichts, worauf man, denke ich, in Außenpolitik basieren kann, dass er einfach so verschwindet. Wie richtig ist es, jeden Tag darauf zu hoffen, Elmar Thewissen, dass eben entweder Paragraph 25 Amtserhebung, Unfähigkeitserklärung oder Impeachment eintrifft, ist das eine... Also es ist schon richtig, dass es eher unwahrscheinlich ist. Trotzdem, ich will mal sagen, wenn man ihm nachweisen kann, dass er Druck ausgeübt hat auf Comey, um die Ermittlungen einzustellen, dass er Druck ausgeübt hat auf Admiral Rogers, den Chef der NSA, die Ermittlungen einzustellen und ebenfalls auch noch auf andere in der Administration, dann wäre das möglicherweise eine strafbare Handlung. Das Gleiche gilt für frühere Mafia-Verbindungen, wenn da was nachgewiesen wäre. Das sind Aufgaben, die Sonderermittler jetzt eben prüfen, allen voran Robert Mueller natürlich. Das heißt, wenn so etwas klar belegbar ist, dann spielt das schon eine Rolle. Dann werden auch Abgeordnete im Kongress sich überlegen müssen,
Wie Sie das erklären? Wie Sie das zu Hause erklären? Ja. Sie sind jetzt schon unter massivem Druck in Ihren Wahlkreisen. Da finden Townhall-Meetings statt, wo Menschen sehr laut werden, weil sie nicht verstehen, wie man noch zu diesem Präsidenten stehen kann, weil sie enttäuscht sind auch. Teilweise auch, weil er noch nicht liefern konnte, was die Dinge angeht. Also ich kann mir vorstellen, Richard Nixon ist ja nie impeached worden, sondern Richard Nixon ist zurückgetreten, weil schlicht und ergreifend die kritische Masse der Vorwürfe und der Strafverfahren erreicht war, um dann zurücktreten zu müssen, um dem zuvorzukommen. Wie besonders, Frau Deitelhoff, das ist die Frage an die Politikwissenschaftlerin und Konfliktforscherin, wie besonders und wichtig wäre das, was die Ermittlungen zutage fördern, für ein Verhältnis zu Russland, und zwar nicht nur der USA, sondern auch Europas? Also wenn es tatsächlich aus den Ermittlungen hervorgehen würde, dass es solche Einflussnahmen gegeben hat, dass es sozusagen Kontakte gegeben hat, die über das normale Maß hinausgehen, dann hätte das sowohl Konsequenzen für das deutsch-russische Verhältnis, aber auch für das amerikanisch-russische Verhältnis, das ist klar. Also sozusagen, wenn da tatsächlich zutage treten würde, dass es Kooperation gab im Wahlkampf und darüber hinaus, das würde natürlich sozusagen das Vertrauen in politische Ziele, die man eventuell eben mit und gegenüber Russland hätte, enorm erschüttern. So, und dann nochmal andersrum gefragt, aus russischer Sicht, die USA ist innenpolitisch in Aufruhr und außenpolitisch wählt sie an ganz vielen Stellen die Isolation. Kann Wladimir Putin sich eigentlich vor Glück nur noch die Hände reiben? Na, zumindest gibt es ihm viele Chancen, sozusagen jetzt Gewinne aus diesem Chaos zu ziehen, das sich sozusagen innerhalb der USA abzeichnet. Natürlich kann er sozusagen versuchen, sich auch wieder als Partner dann zum Beispiel gegenüber Europa neu zu positionieren und eben zu versuchen, sozusagen hier auch ein bisschen die bisherigen Kooperationsbeziehungen durcheinander zu wirbeln. Und das macht er auch ganz sicher. Das zeigt er ja auch jetzt. Zum Beispiel haben wir es im Vorfeld jetzt auch der Ankündigung von Trump gesehen, eventuell das Klimaabkommen zu verlassen. Schon da gab es dann plötzlich Signale, dass beispielsweise Russland natürlich zum Klimaabkommen stehen würde. Also hier sehen wir Neupositionierung. Und in dieser Situation diskutieren wir nun, was hier und da schon anklang in der Runde, wie viel größer die Verantwortung Europas werden müsste. Der Wunsch des US-Präsidenten ist auch kein neuer. Er wünscht mehr Geld. Barack Obama hat das nur freundlicher formuliert. Er hat im Grunde das Gleiche gesagt. Aber bei Donald Trump sieht die Rechnung noch ein bisschen anders aus. Schauen Sie mal. Frau von der Leyen, unterwerfen Sie sich der 2%-Logik? Das tun Sie, haben Sie schon gesagt. 29 Länder inzwischen haben dieses Ziel mit unterschrieben, wollen wir erstmal sehr deutlich sagen. Und ich sehe dort ja auch die Koalitionskollegen, wie sie alle skeptisch sind. Ich finde immer ein bisschen eigenwillig, dass Sie einerseits sagen, ja selbstverständlich, die Bundeswehr muss gut ausgerüstet und ausgestattet sein, denn wir können unsere Soldatinnen und Soldaten nicht in Missionen schicken, wo sie unseren Frieden und unsere Freiheit verteidigen und wir haben sie nicht richtig ausgerüstet und ausgestattet. Das ist richtig. Aber dann, wenn es darauf ankommt, dass man dann tatsächlich investiert, wir haben Funkgeräte aus den 80er Jahren, die müssen ersetzt werden, wir haben Fregatten aus den 80er Jahren, LKWs aus den 70er Jahren, nur um so ein paar Themen einfach mal zu nennen, dann muss man auch dazu stehen, dass man bereit ist, für die Soldatinnen und Soldaten, die wirklich ihren Kopf hinhalten für uns. Die sind in den Friedensmissionen in MINUSMA, in Mali, die sind im Irak, die sind in Afghanistan, die sind in all diesen Missionen, ihnen auch die Investitionen zu geben, die sie brauchen. Das ist verantwortliche Politik und da muss man dann auch geradezu stehen. Okay, wir haben einen wunderbaren Sami Mann, der sagt, die NATO sollte nur noch 1% für die Rüstung ausgeben. Wenn die USA gerne Waffen kaufen, sollen sie das tun. Genau. Wir können unser Geld für vernünftigere Dinge gebrauchen. Genau. Was würden Sie antworten, Frau von der Leyen? Ja, ich würde antworten, dass man nicht verlangen kann, dass die Bundeswehr all die Missionen wahrnimmt, um uns zu schützen. Man kann nicht verlangen, dass wir Sicherheit herstellen, wenn man gleichzeitig sagt, wir rüsten euch aber nicht aus. Wir geben euch nicht den Schutz, mit den ihr braucht. Wir geben euch nicht die Aufklärung, mit die ihr braucht. Ihr könnt euer Leben für uns einsetzen, aber wir wollen euch nicht ausrüsten. Diese Rechnung geht nicht. Und Verantwortung übernehmen heißt, dass man in der Lage auch sein muss, genau die Investitionen in die Bundeswehr zu tätigen, die sie braucht, damit sie, das ist eine Parlamentsarmee, damit sie die Mission, in die sie vom Parlament geschickt wird, tatsächlich auch mit der Verantwortung übernehmen kann, die wir von ihr erwarten. Sagt die Bundesverteidigungsministerin, Frau Deitelhoff. 2%, darauf hat man sich vertraglich verpflichtet. Könnten wir unser Geld, um Herrn Mann zu zitieren, schlauer ausgeben?
Was heißt schlauer ausgeben? Ich würde nur sagen, dass die 2% eben keine feste Zielmarke sein können. Also es geht nicht darum, dass wir sozusagen genau so viel Geld ausgeben, um bei 2% zu landen. Es geht darum, dass wir eine ordentliche Ausrüstung beispielsweise für die Bundeswehr haben. Das wird uns übrigens besser gelingen, wenn wir das auf der europäischen Ebene machen. Also ein Teil unserer Probleme in der Ausrüstung hängt auch damit zusammen, dass wir in zu kleiner Stückzahl, wenn Sie so wollen, kaufen. Sozusagen auf europäischer Ebene uns zusammenzutun, würde uns schon sehr helfen. Ein zweiter Aspekt, den ich aber auch sehr wichtig finde, ist, dass es nicht allein darum gehen kann, sozusagen in Verteidigungspolitik zu investieren. Das kann nicht unser Ziel sein. Worin ist Deutschland eigentlich wirklich gut? Ich möchte überhaupt nichts gegen die Bundeswehr sagen. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Natürlich ist es eine wunderbare Parlamentsarmee. Aber deutsche Außenpolitik hat eine Tradition, für die sie sozusagen sehr geschätzt wird in der Welt. Und das ist sozusagen unser Bekenntnis zu multilateraler Diplomatie und multilateralen Verträgen. Und das ist etwas, was wir stärken. Und hier müssen wir investieren. Absolut. Das heißt auch jetzt, wenn eben sozusagen sich die gegenwärtige US-Regierung aus dem Klimaabkommen zurückzieht, dann müssen wir da erst richtig einsteigen. Frau Kipping hat vorhin gesagt, wir sind in den letzten Jahren nicht gerade mehr der Vorreiter in der Klimapolitik gewesen. Würde ich zustimmen. Wir sind tatsächlich sozusagen weit zurückgefallen. Jetzt müssen wir aber gerade wieder sozusagen das machen, wofür wir eigentlich mal sehr bekannt waren. Eine Vorreiterposition annehmen und als Vorbild werben um die multilateralen Abkommen, die uns wichtig sind. Das Klimaabkommen ist eines davon. Die EU, die wir nun lange nicht mehr so nennen, ist ein weiteres. Und es gibt noch ganz andere. Ich denke mal an die Folterkonvention, an den Internationalen Strafgerichtshof, an die Schutzverantwortung. Es gibt viele multilaterale Abkommen, die momentan unter Beschuss stehen, in denen sozusagen zentrale Werte des Westens, wenn man das denn so sagen will, unter Beschuss stehen. Hier müsste Deutschland investieren. Elmar Thewissen, Frage an den Journalisten. In den NATO-Ländern betrachtet man interessanterweise Militärausgaben ja eher als Arbeitsplatzbeschaffungsmaßnahmen und weniger unter diesem sicherheitspolitischen Aspekt. Wie sehr kann sich europäische Rüstungsindustrie jetzt die Hände reiben und sich bei Donald Trump bedanken? Naja, ich glaube schon, dass auch die Rüstungsindustrie verstanden hat, dass es wichtig ist, nicht für allein die Verteidigung Europas zu sorgen, sondern dass mit diesen Waffen auch andere Dinge gemacht werden können und müssen. Ich will das mal so beschreiben. Es kann ja ein Weltbild geben, da denkt man, man muss nur den größten Hammer in der Hand haben, dann kann man alle Probleme lösen. Dieses Weltbild ist falsch. Es ist überholt, es ist nie richtig gewesen, sondern die Supermacht der Zukunft wird nicht die mit dem größten Hammer sein, sondern diejenige sein, die in der Lage ist, andere Regionen dieser Welt ihnen dabei zu helfen, auch den Schritt in die globalisierte Welt zu schaffen. In Vernetzung, in Perspektiven für die Menschen in diesen Ländern, in wirtschaftlichen Aufschwung. Weil auch wiederum wir am meisten davon haben, weil wir dann Partner finden, auch anderswo in der Welt, mit denen man Handel treiben kann, auf die man sich verlassen kann. Die Stabilität auch in einer Region herstellen können. Und wir haben doch im Grunde genommen eigentlich das Allerbeste zu bieten, nämlich das Beispiel, dass es klappen kann. Richtig. Nach dem Zweiten Weltkrieg, jahrzehntelang Frieden, Freiheit, Sicherheit, auch dank der USA. Ich frage nach europäischer Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Herr Thewissen. Beispiel Libyen. Franzosen, also eine europäische Allianz hat in Libyen eingegriffen, Franzosen, Italiener und die Briten. Das Ergebnis ist, freundlich formuliert, nicht löblich. Genau, was sind das für zukünftige Konflikte, für die wir diese 2% brauchen? Konflikte, in denen es nicht mehr nur darum geht, durch Waffen irgendwie Stabilität oder erstmal nicht Krieg herzustellen und dann da bleiben zu müssen, weil sonst sofort wieder Krieg ausbricht. Sondern zu einer zukunftsgewandten Politik muss dazugehören, zu schauen, wie kann man in diesen Regionen, wo Kriege sind, nicht nur den robusten Teil fördern und sicherstellen, also Stabilität herstellen, sondern dann auch Perspektiven für die Menschen schaffen. Genau das macht es. Sekunde, Herr Freund. Gleich. Stichwort 2%. Donald Trump ist im Grunde genommen das als egal. Hauptsache, wir zahlen diese 2% und dann haben wir ein gutes Verhältnis zu ihm? Naja, das ist ein Baustein natürlich, keine Frage. Aber nichtsdestotrotz möchte ich kurz mal was zum Thewissen sagen. Ich bin völlig bei Ihnen. Prävention ist das Gebot der Stunde. Aber Sie wissen genau, die Krisenherde dieser Welt lassen wir nicht durch Prävention lösen. Wir werden auch ein paar, ich sag mal, Operationen haben müssen. Wir können den menschlichen Körper beispielsweise durch Prävention ja länger leben lassen. Aber er wird auch mal krank und muss mal operiert werden. Ja, aber also, müssen wir mit Saudi-Arabien neue Waffendeals abschließen, ist die Frage, Herr Freund. Also muss man Saudi-Arabien umarmen? Da wird der Jemen bombardiert, darüber... Was?
redet man relativ wenig in der Öffentlichkeit. Ist das ein kluger politischer Zug? Was ist denn die Machtoption, die die USA haben im Nahen Osten? Sie hatten früher Ägypten, das hat sich die Situation stark gewandelt. Der Iran ist unter Beobachtung. Saudi-Arabien war strategisch immer der große Partner gewesen. Die anderen Länder, die Amerika unterstützen, Katar beispielsweise, sind viel zu klein. Also das ist der große strategische Partner im Nahen Osten. Und damit man da auch Verständnis wirbt dort unten, kommen sie ohne einen Bündnispartner aus dem islamischen Bereich nicht zu Rande. Der ausgerechnet den politischen Islamismus gemacht. Entscheidender Punkt. Also hier, da geht ein amerikanischer Präsident hin und macht Waffendeals, die allerdings, muss man fairerweise sagen, teilweise von Barack Obama angeleiert worden sind. Die macht er in großem Umfang. Hält zwar eine Rede, wo er den Muslimen sagt oder dem Islam sagt, ihr müsst mehr dafür tun, den Islamismus rauszuwerfen. Gleichzeitig wirft er sich aber Saudi-Arabien an den Hals, ein Land, das die Ideologie, die dahinter steckt, eine verfälschte Form des Islam in alle Welt exportiert. Und jetzt kommt der Clou. Obendrein nimmt er von Saudi-Arabien 380 Milliarden Dollar, die als Investitionen in die US-Wirtschaft fließen sollen, um Infrastrukturmaßnahmen und andere Dinge zu machen. Wenn er das macht, begibt er sich in noch eine viel größere Abhängigkeit von Saudi-Arabien, als das bisher schon der Fall ist. Erstmal sind zwei Drittel dieser Leistungen sind Infrastrukturausgaben gewesen. Ein Drittel sind Waffenlieferungen. Aber nichtsdestotrotz, was ist eine Machtoption? Wenn Sie, wie die Administration Obama, keinen Bündnispartner haben, die Sache laufen lassen, passiert eben das, was Sie in Syrien erleben. Also, wie Sie schon sagte, wir werden irgendwas neu gestalten müssen. Wir müssen irgendwas versuchen, um den Nahen Osten zu befrieden. Ja, die Frage ist, müssen wir bei denen wir haben jetzt die ganze Zeit über das 2%-Ziel gesprochen. Dazu muss ich was sagen, weil ich bin überzeugt, es ist, wäre verheerend, wenn wir dem 2%-Ziel folgen, wie Sie das vorschlagen, aus zwei Gründen. Erstens, 30 Milliarden pro Jahr zusätzlich. Was dieses Geld fehlt uns einfach hierzulande für wichtige Zukunftsaufgaben. Es fehlt uns für Investitionen in die Bildung. Es fehlt uns beim Kampf gegen Kinderarmut, um nur zwei wichtige Zukunftsaufgaben zu nennen. Und hinzu kommt, glauben Sie wirklich, dass wenn wir noch mehr Geld in Rüstung stecken, als wir es bisher getan haben, diese Welt friedlicher wird? Der Versuch, sozusagen auf militärische Interventionen zu setzen, das praktizieren wir doch seit 16 Jahren. Und diese Welt ist nicht sicherer geworden. Wir wissen doch, das ist doch die Lehre der letzten Jahre und des sogenannten Krieges gegen den Terror. Du kannst die Demokratie nicht mit Hilfe von Waffen exportieren. Es ist der falsche Weg. So, das war jetzt die Idee. Das war jetzt die ganz alte Schule der Linken. Das ist richtig rückwärtsgewandtes Denken, aber das sind wir von Ihnen ja auch gewöhnt. Aber mal ganz ehrlich, das Setzen auf Aufrüstung ist jetzt auch nicht ganz so neu bei Ihnen. Ich gebe Ihnen mal das Beispiel, wie wir Europäer, und zwar ganz konkret, wie es richtig gehen kann. Also wenn Sie nur sagen Militär, dann haben Sie ein Denken von gestern. Das haben wir früher so gemacht, vor 10, 20 Jahren war das vielleicht noch aktuell. Heute ist das Denken, und ich finde der Ansatz vollkommen richtig, anders. Man kann im Irak sehen, dass wir gemeinsam als Gemeinschaft, und das ist das Entscheidende auch, das Richtige gemacht haben. Der IS hat 2014 fast den gesamten Irak überrannt. Wir haben gemeinsam mehrere Dinge gemacht. Erstens die irakische Zentralregierung, aber auch die Kurden, ausgerüstet, damit sie sich wehren können, und ausgebildet, dass sie ihre eigene Heimat verteidigen können. In dem Moment, wo ein Dorf oder eine Stadt zurückerobert worden ist, ist die Weltgemeinschaft reingegangen und hat stabilisiert. Das heißt, Elektrizität wieder, Wasser, Essen, Erste Hilfe, Häuser reparieren, damit die Menschen auch merken, es ist ein Unterschied, ob der IS diese Stadt dominiert oder ob sie befreit sind. Von Anfang an diplomatische Begleitung, von Anfang an die irakische Regierung beraten, aber auch dazu gebracht, zusammenzuhalten. Da sind Schiiten, da sind Sunniten, da sind Kurden, also unterschiedliche Ethnien. Und bis heute ist es fast gelungen, den IS wieder aus dem Irak zu vertreiben. Ich will nur sagen, aber das ist ein Beispiel dafür, dass nicht das rückwärtsgewandte Denken, sondern das ist das neue Denken, wie wir herangehen sollten als Europäer. Das ist Saudi-Arabien und Jemen habe ich nicht grundlos erwähnt. Der Jemen wird gerade bombardiert und soll als Staat im Grunde genommen vernichtet werden. Da kann der nächste IS entstehen. Wir haben natürlich mit allen... Es ist grundfalsch, was die Saudis dort auch machen. Da stimmt jeder hier am Tisch mit. Das ist nur noch keine Rüstung. Und welche Auseinandersetzung? Moment, aber da haben wir eine Einigkeit. Deshalb wissen die Saudis auch ganz genau, dass sie aus Deutschland keine Rüstungsexporte mehr kriegen. Sie sagen selber, wir möchten gar keine Waffen mehr aus Deutschland. Das sind die Worte der Saudis. Das ist total trüchtig. Weil sie verstanden haben,
dass wir diese Dinge mit ihnen nicht machen. In Saudi-Arabien gibt es eine tiefe Spaltung im Augenblick. Und ich glaube, da muss man dem Land auch Fairness gegenüber walten lassen. Es gibt die Rückwärtsgewandten, es gibt die Tiefkonservativen, es gibt die, die wir unter keinen Umständen unterstützen sollten. Es gibt aber auch eine Gruppe, die versucht zu modernisieren, die versucht, Menschenrechte durchzusetzen, die versucht, Bildung wiederzubringen. Die Vision 2030, die dort in Saudi-Arabien versucht wird. Und ich finde, mit unseren Mitteln, und Sie wissen ganz genau, das ist dann Wirtschaft, Sie wissen, das ist Kultur, Sie wissen auch, dass das Bildung ist, mit uns zusammenzuarbeiten, auch dass auch dieses Land vielleicht eine Chance hat, auf die Dauer in der Gegenwart anzukommen. Ich finde, das lohnt sich. So, auch da braucht man sehr viel Hoffnung, Frau von der Leyen. Frage noch mal nach den deutschen Rüstungsanstrengungen. Da geht es natürlich um Investitionen in Hardware. Darauf pochen Sie natürlich auch, dass es wichtig ist, dass Korvetten angeschafft werden, weil Fregatten gerade nicht zur Verfügung stehen. Es ist unterschiedliches militärisches Material da. Frage an die Bundesverteidigungsministerin. Müssten Sie nicht eigentlich sagen, eine viel wichtigere Information oder Initiative in diese Armee wäre eine in die Köpfe? Also Fall von dem berühmten Offizier. Wäre es nicht viel wichtiger, sich noch mal anzuschauen, mit welchen Menschen in der Bundeswehr wir in diese Auseinandersetzungen gehen wollen? Wäre das nicht die wichtigere Initiative? Nein, Frau Illner, ich finde es absolut falsch, dass Sie jetzt suggerieren, als wäre die ganze Bundeswehr der Fall. Ich wusste, dass Sie das jetzt sagen. 250.000 Menschen, eine Viertelmillion Menschen, die tagtäglich uns beweisen, wie sie für unser Land einstehen. Wir haben in der Flüchtlingshilfe, übrigens in der Flüchtlingskrise gemerkt, wie 9.000 Soldatinnen am Tag da waren, geholfen haben, dieses Land unterstützt haben. Wir merken es jeden Tag, wenn wir... Jetzt ist Franco A. ja nicht irgendein Panzermechaniker, sondern der war Offizier. Und Sie kündigen an, dass Sie eine große Aufklärungskampagne auch innerhalb der Bundeswehr machen Franco wollen. Franco A., der Soldat A. in der Bundeswehr, war ein unerträglicher Rechtsradikaler, eindeutig. Und Rechtsradikale haben in der Bundeswehr nichts zu suchen. Ist das Ihre Verantwortung? Hätten Sie sich vielleicht viel früher darum kümmern müssen? Ich glaube auch, dass ich früher hätte bohren müssen, weil ich mir nicht vorstellen könnte, dass so eine starke kriminelle Energie wie der Soldat Franco A., aber auch der Soldat T., an den Tag gelegt haben, einen solchen potenziellen Terrorfall vorzubereiten. Das hat meine Fantasie überschritten. Aber ich will Ihnen auch sagen, es ist jetzt auch für uns gemeinsam in der Bundeswehr eine Chance. Das ist ja oft eine Krise, ist oft auch eine Chance. Eine Chance, dass wir breit diskutieren, wie wir eigentlich unsere eigene Tradition, unsere eigenen Werte, unsere eigene Sinnstiftenden in der Bundeswehr, 61 Jahre Bundeswehr, auf die wir stolz sein können. Diese Bundeswehr hat so viel geleistet. Sie hat so viele besondere Eigenschaften auch Deutschlands in der Welt Respekt verschafft durch die Art und Weise, wie sie auftreten. Dass ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir eine breite Debatte führen müssen, wie wir stolz sein können auf die Bundeswehr und was für uns aus der Bundeswehr heraus traditionsgebend ist. Das ist meine Aufgabe für die nächsten Wochen. Wir haben eine Menge, einmal dieses Argument aufgenommen, Elmar Thewissen. Wir haben Trump also zu verdanken, dass wir uns endlich als Europäer definieren. Und wir haben ihm offensichtlich auch zu verdanken, dass wir uns mit den Idealen der Bundeswehr befassen. Na, ich würde das ihm hat mit Trump aber jetzt gar nichts zu tun. Genau. Na gut, aber ich glaube, das hat in der Tat mit Trump nichts zu tun. Aber wir haben jetzt eine Chance. Das ist das. Wir müssen es begreifen. Nicht als ein großes Risiko, sondern eine Chance, dass wir das wieder zusammenbekommen, was schon mal zusammen war. Wir hatten eine europäische Wertegemeinschaft. Wir hatten einen stabilen Raum, wo es Konsens gab, in vielen Dingen auch, was Sicherheitspolitik angeht. Und das ist in den letzten Jahren unter Finanzkrise, unter Flüchtlingskrise und unter dem Druck Russlands, Wirtschaftskrise Russlands, aber auch Druck Russlands, Ukraine-Konflikt, ist das ins Bröseln gekommen. Und das ist doch ein Signal. Wie kann es sein, wir waren so lange in der Lage, zurechtzukommen miteinander und diese Gemeinschaft zusammenzuhalten. Jetzt gibt es 3, 4 Herausforderungen von außen und auf einmal löst sich das in Luft auf. Da hatte Trump noch gar nicht den Wahlkampf begonnen. So, deswegen ist es ein Moment, wo wir zur Besinnung kommen können, glaube ich, in Europa. Die europäische Krise wird dadurch natürlich verschärft. So. Ja, und wir müssen es tun, weil Donald Trump ja sehr klare Signale gesetzt hat. Auf ihn können wir da nicht zählen. Frau Deidelhoff, welche Art Auseinandersetzungen wären das zu die eine deutsche
Bundeswehr und eine europäische Verteidigungsarmee, die vielleicht zustande kommt, dann zukünftig in Angriff nehmen kann? Das sind genau die gleichen Konflikte, die wir jetzt schon sehen. Also die Konflikte werden sich ja nicht grundlegend verändern. Wir haben es mit sehr komplexen Konfliktlagen zu tun, mit häufig instabilen Konfliktparteien. Mhm. Und das heißt, also da hat... Und werden wir irgendwann ohne die USA denn tatsächlich abschreckungsfähig sein? Oder ist das ein müder Traum? Gegenüber Nuklearmächten natürlich nicht. Es sei denn, wir würden tatsächlich eine nukleare Bewaffnung in Erwägung ziehen. Und das sehe ich nicht und das kann auch niemand wollen. Nein. Deswegen, das haben wir ja auch schon am Anfang gesagt, die Partnerschaft zu den USA ist noch überhaupt nicht in Frage gestellt. Sondern worum es geht, ist eigentlich, dass nichtsdestoweniger wir in Europa wieder eigene Akzente zu setzen ganz beginnen recht. Und uns darüber klar werden, was unsere Interessen sind und wie wir diese auch verwirklichen können. Mit den USA als Partner, aber eben nicht mehr sozusagen in kompletter Abhängigkeit von dem, was die USA als ihre eigenen Ziele definieren. Lass mich nur noch einen Punkt sagen zu Herrn Freund. Herr Freund hatte vorhin gesagt, dass sozusagen, wenn als Obama keinen Partner im Nahen Osten hatte, dann hätten wir daraus sozusagen, was haben Sie gesagt, den Syrien-Konflikt oder den IS? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, schauen Sie, was für ein Ergebnis es geführt hat. Ich sage Ihnen, was für ein Ergebnis es geführt hat. Es hat zu einem erfolgreichen Atomabkommen mit dem Iran geführt. Mhm. Das ist eine der wesentlichen Errungenschaften der Amtszeit von Obama gewesen und eine der wesentlichen kriegsverhütenden Maßnahmen. Und ehrlich gesagt, der neue Präsident Trump ist dabei, genau das als nächstes zu zerschießen. Das ist auf seiner Agenda als nächstes dran. Kann man, Frau Kipping, letzte Frage, jetzt, wenn es eine Einigung mit China in Bezug auf den Klimaschutz gibt und auf möglicherweise den Freihandel, dieses Land dann ausgerechnet zum neuen und nächsten strategischen Partner ernennen? Entscheidend ist doch, in welche Richtung man überhaupt im multilaterale Verhandlungen führt. Und wenn man das im Sinne des Klimaschutzes macht, im Sinne von fairem Handel, und zu fairem Handel gehören auch immer faire Produktionsbedingungen mit guten Löhnen, guten Arbeitsschutzstandards, dann ist das ein Ziel. Und dafür muss man streiten. Da muss man aber auch im eigenen Lande mit gutem Beispiel vorangehen. Und da ist hierzulande noch viel zu tun. Mhm. Wir sind am Ende dieser Sendung. Ich darf mich bei Ihnen allen ganz herzlich bedanken für die Debatte. Bei Markus Lanz ist heute Ralf Stegner aus Niedersachsen zu Gast. Schleswig-Holstein. Ich bin Niedersächsin. Ich bestehe darauf, dass der Schleswig-Holsteiner ist. Und ich bin Schleswig-Holsteiner. Schleswig-Holstein natürlich. Mensch, und was für ein Schleswig-Holsteiner. Also, Markus Lanz hat diesen Gast. Wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder um 22.15 Uhr, so Sie mögen. Und jetzt kommen wir noch mal auf unsere Sendung vom 20.04. zurück. Gegendarstellung. In der Sendung Maybrit Illner vom 20.04.2017 ab 22.15 Uhr mit dem Titel Erdogans deutsche Fans behauptet Herr Ali Ertan Toprak, ich hätte bei den letzten Wahlen 2 Millionen Euro bekommen, damit ich europaweit die Türken an die Wahlurne fahren kann. Hierzu stelle ich fest, ich habe überhaupt kein Geld erhalten, um Türken an die Wahlurne zu fahren. Kriftel, den 28. April 2017, Musa Serdar Celebi.